Ein bezauberndes, strahlendes Hallo, meine lieben YouTube-Zuschauer, Zuschauerinnen, respektive auch Podcast-Hörer und Hörerinnen. Heute geht es um das Thema Guerilla-Marketing-Methode, respektive Neukundengewinnung auf Social Media. Wie schaffe ich es in 2022 Neukunden auf Social Media zu gewinnen, ohne sie anzuschreiben, kalt auf Social Media und ohne große Reichweite. Und da gebe ich euch gerne jetzt ein paar Ratschläge. Wir sehen uns im nächsten Video. So, ihr kennt ja sicherlich die effektivste Methode für Neukundenakquise auf Social Media. Und zwar, das ist das Guerilla-Marketing. Was versteht man unter Guerilla-Marketing, Neukundenakquise auf Social Media? Die ein oder anderen schreiben euch ja blindlings an und akquirieren euch und pitchen ihr Produkt. Aber das ist der falsche Fehler, by the way. Menschen auf Social Media kalt anzuschreiben, ist der falsche Weg und ist der falsche Ziel dahinter, um sein Produkt oder respektive Dienstleistung zu verkaufen. Hier geht es um kleinere Accounts oder auch größere Accounts, wo dementsprechend schon eine Fanbase hat, eine Community hat. Wie ihr euch in eurem Unternehmen und mit eurem Unternehmen Neukunden generieren tut, ohne die lästige Kaltakquise auf Social Media zu machen. Respektive auch die Kaltakquise am Telefon. Ich mache natürlich beide Varianten, weil ich das beide Varianten total mega spannend finde. Aber hier geht es um das Guerilla-Marketing, Neukundenakquise auf Social Media. Wie schaffe ich es mit einem kleinen Account, mit einer kleinen Fanbase, mit einer kleinen Community, respektive auch mit einer großen Community, Neukunden für dein Unternehmen, für dein Produkt, für deine Dienstleistung zu bekommen. Und meine Prozesse waren am Anfang liken und kommentieren, liken und kommentieren, liken und kommentieren. Und das mache ich heute auch noch so. Und ich beobachte auch dieses Liken und Kommentieren bei anderen und kommentiere auch bei anderen mit dem Liken und Kommentieren. Gib da wertvolle Ratschläge rein. Und das macht auch zum, für mich massive Sichtbarkeit, indem ich wieder neue Abonnenten reinbekomme und respektive natürlich auch Kunden reinbekomme. Aber die effektivste Methode ist, man nimmt das Handy, geht auf Instagram und geht live und sagt: Hallo, liebes Instagram, ich bin hier, ich bin ready, hier und das. Erzähl ein bisschen über dich, erzähl ein bisschen über deine Dienstleistung. Und wenn du damit merkst, wie eine Relevanz auf dich zukommt, an Fragen, Gegenfragen, Gegenantworten, somit kannst du immer wieder weitermachen für dein Unternehmen, für deine Produkte da reinzugehen. Noch ist ja Instagram auf dem amerikanischen oder besser auf dem europäischen Markt da. Und es wird auch da sein. Mark Zuckerberg wird nicht Facebook und Instagram abschalten im europäischen Markt, weil der europäische Markt für Facebook, Instagram, WhatsApp der effektivste Markt ist, weil durch den europäischen Markt haben die mehr
Umsatz gemacht. Und Facebook, Instagram ist keine Datenkrake. Datenkrake ist relevant. YouTube, hast du das schon mal gewusst? Ist Clubhouse. Das sind die Datenkraken momentan. Facebook ist keine Datenkrake. Aber da kommen wir jetzt zu einem anderen Thema. Hier geht es um deine Matrix-Sichtbarkeit 2022. Dein Angebot, deine Dienstleistung, deine Produkte. Authentisch, empathisch, episch und korrekt an deine Zielgruppe zu verkaufen. Und die erste Methode habe ich ja gesagt. Das ist der Livestream. Das ist der Livestream hier auf den sozialen Plattformen oder respektive ein Video zu machen für deine Produkte, für deine Dienstleistung. Und ihr könnt es in allen Branchen machen. Ob Friseur, Baumarkt oder, by the way. Da ist kein Limit gesetzt. Natürlich, und das ist auch der Fun Fact dahinter, schalte die Ad-Anzeigen für deine relevante Zielgruppe. Weil organisch irgendwann mal ist Schluss, dann musst du in die Werbung rein, um noch weiter zu wachsen, um noch mehr Follower zu generieren, um noch mehr Neukunden zu generieren. Aber hier geht es um die organische Wachstumsrate und um die organische Steigerung deines Unternehmens, deiner Umsätze. Und dazu habe ich natürlich auch einen Workshop für dich zusammen gemeistert und zusammengelegt. Das sind 5 Schritte, wie du ab dem Punkt jetzt dein Umsatz, dein Kundenservice, deine Kundenbindung, dein Erfolg steigern tust. Du brauchst dazu nicht mal groß deine Produkte zu pitchen auf den sozialen Plattformen. Du musst sie nur geil verkaufen können. Ohne sie großartig zu verkaufen zu müssen. Erzähl von deinen Erfahrungen. Erzähl von dem Produkt an sich. Und beantworte auch die Fragen, was dir gestellt wird. Und achte auf deine Produkte und Dienstleistungen. Die zweite Methode ist das Netzwerken untereinander. Ich folge jetzt mittlerweile 200 Menschen auf Facebook. Das ist mir momentan auch wieder zu viel. Ich werde auch wieder einigen entfolgen, wo ich sehe, wo keine Relevanz mehr für mich hat. Und dann werde ich gucken, wo habe ich mehr Relevanz? Und da verknüpfe ich mich, da verbinde ich mich mit den Menschen und tausche mich aus. Egal in welchem Netzwerk, ob jetzt Facebook, Instagram, TikTok oder halt auch berufliche Netzwerke wie die GSA oder den BVMW.
Weil heutzutage musst du omnipräsent sein, um deine Produkte, deine Dienstleistungen zu verkaufen. Klar, das schneidet sich jetzt gerade mit dem Podcast-Interview mit dem Olaf Schild, wo wir mehr drüber geredet haben mit der Sichtbarkeit, dass du auf einer Plattform erstmal anfangen sollst. Das ist klar. Such dir eine Plattform aus, wo du tagtäglich drin bist, wo du tagtäglich Content lieferst. Aber breite dich auf anderen Plattformen auch aus mit deinem Content. Das nennt man Content Recycling. Und ich bin ein großer Freund von Content Recycling. Dass ich quasi dieses Video auch in meinem Podcast als Audiospur habe, ist für mich auch nochmal ein Game Changer. Weil der Podcast ist mein Baby, ist meine Relevanz. Ich habe mit Podcast angefangen. Und ich liebe dieses Podcast-Thema. Einige Folgen habe ich nur in dem Podcast hochgeladen. Die gibt es gar nicht hier auf meinem YouTube-Kanal. Die werde ich auch noch in Videoform bringen. Aber wenn meine Relevanz dann da ist, wenn ich dann dafür noch mehr Zeit habe. Aber ich sehe bei TikTok, Instagram eine großartige Chance für 2022, die Produkte, die Dienstleistung für mich oder für euch zu vermarkten. Gerade was TikTok angeht. Weil TikTok setzt die Trends. Und es ist die meistbesuchteste Plattform nach Google. Früher war es Google, heute ist es TikTok. Ich bin abends vom Schlafen gehen relativ sehr viel, gerade auch momentan ein bisschen an TikTok, habe einen TikTok-Kanal aufgezogen. Und der ist, by the way, nicht bei 1000, sondern bei 300. Der steigt nach oben kontinuierlich, weil ich zu meinen Themen was sage, weil ich zum Business was sage, weil ich zu den Themen, wo ich Ahnung habe, wo ich meine Expertise habe, Erfahrung habe. Natürlich mache ich hin und wieder mal ein Rejection-Video auf ein anderes Video. Also ich switche dieses Video und ergänze noch dazu meine Erfahrungen. Und das bringt auch mich noch ein Stück höher bei TikTok. Ich bin jetzt kein cooler Tänzer. Bei TikTok machten sehr viele Tanzvideos, Comedy-Videos und so weiter und so fort. Aber ich bin kein guter Tänzer. Und ich mache TikTok jetzt wirklich nur beruflich, um meine Expertise darzustellen für die Zielgruppe. Und das eigentlich auch ist der Punkt an euch, dass du die Relevanz an diesen Plattformen siehst, dass du siehst, dass es Arbeit ist und dass es Spaß machen soll und dass du omnipräsent sein musst. Leg dich nie auf eine Plattform fest. Denn wenn einmal eine Plattform den Stecker zieht, ist es vorbei mit deinem ganzen Neukundengewinnung, mit der Neukundenakquise. Bau dir omnipräsent auf Social Media auf, eine Reichweite auf, aber habe auch deine eigene Webseite mit deinen eigenen Produkten, mit deinem eigenen Content, wo du Neukunden generieren kannst. Und Fun Fact, damals, wie das Internet rauskam, da gab es ja noch dieses Modem, wo du
gerattert hat, habe ich angefangen zu bloggen über eine Daily Soap und die Daily Soap so ein bisschen berichtet. Die Seite gibt es natürlich nicht mehr, weil ich sie abgeschaltet habe. Da habe ich gedacht, Michael, damals, wie war das damals? Habe ich in meinen Journalen rausgesucht und so weiter und so fort. Das, was gut lief, habe ich jetzt adaptiert für dieses Business. Und das ist Verkauf. Das ist Marketing. Das ist Vertrieb. Digitaler Vertrieb. Digitales Marketing. Mit Kombination des klassischen Vertriebes. Und wenn ihr jetzt wirklich mehr wissen wollt, in der Beschreibung ist der Link zu dem Workshop Matrix deiner Sichtbarkeit für 2022, wie du deine Produkte, deine Dienstleistungen etablieren kannst, wie du der absolute Matrix-Sichtbarkeit Heldin wirst und deinen Markt dominieren tust. Und wenn du noch mehr wissen willst, folge meinem Kanal, abonniere meinen Kanal, hinterlass diesem Video ein Like und ein Kommentar. Ich wünsche dir jetzt erstmal Tschüss und wir sehen uns im nächsten Video. Dein Michael, dein Verkaufsanreger, Verkaufsexperte, Vertriebsexperte.